Als Matthias heute nach der Arbeit durch den Park ging, sah er eine Frau, die aus dem Haus kam. Was haschelt denn hier so? Ein Eichhörnchen. Dann ging Matthias weiter. Auf einmal raschelte es im Busch. Matze, bist du's? Na. Ey, Matze. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja. Oh, tut mir leid, ich müsste auch wieder raus, ne? Hey. Und da hat sich Matthias gefragt, wie das mit dem Sehen überhaupt funktioniert. Die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt was sehen können, ist Licht. Weil wenn wir jetzt mal das Licht ausmachen, man sieht nichts. Weil wir es wieder anmachen, dann sehen wir Matthias wieder. Also fangen wir erstmal mit dem Licht an. Nach dem Lichtstrahlmodell ist das Licht ein Strahl, der unendlich lange geht. Trifft der Lichtstrahl allerdings auf eine Wand, wird dieser gestoppt. Die Lichtstrahlen, die von unserer Sonne ausgehen, sowie von allen unseren anderen Geräten, bestehen aus Wellen unterschiedlicher Länge und Breite. Dies kann man gut an diesem Lichtspektrum erkennen. Hier sieht man, dass die Farben, die weiter vorne auf dem Spektrum sind, eher langsamer sind und die Strahlen, die weiter hinten, so wie zum Beispiel Rot, viel, viel schneller durch die Luft sausen. Unsere Iris, der schwarze Punkt in der Mitte, funktioniert wie eine Blende bei der Kamera. Sie kann sich verschließen und öffnen und passt sich so dem Licht an. Sobald die Lichtstrahlen unsere Netzhaut treffen, werden elektrische Signale an unser Gehirn weitergeleitet. Auf unserer Netzhaut befinden sich mehrere Neuronen, die in drei Etappen eingeteilt sind. In der ersten Schicht befinden sich die Ganglienzellen. Die zweite Schicht besteht aus drei Neurontypen: die Bipolarzellen, die Horizontalzellen und die Amakrinzellen. Die letzte Schicht besteht aus Photorezeptoren. Das sind die sogenannten Stäbchen und Zäpfchen. Diese drei Schichten verarbeiten visuelle Informationen. Ist das Signal erstmal an der letzten Schicht angekommen, wird es wieder zum Nervensystem weitergeleitet und von dort werden die elektrischen Signale ins Gehirn weitergeleitet. So entsteht das Bild, was wir sehen. Hier spielen zwei Faktoren die wesentliche Rolle, wie wir Farben wahrnehmen. Der erste Faktor ist das Material, aus dem der Gegenstand ist. Und zweitens, welche Teilchen sich in diesem Stoff befinden. Wenn wir uns zum Beispiel die rote Karte vom Fußball mal genau anschauen, sehen wir ganz klar, dass sie rot ist. Wenn wir jetzt in die Karte hineinzoomen, sehen wir zwei Zellentypen. Die hier gekennzeichneten Pluszellen absorbieren das Licht und reflektieren dies nicht. Aber die Minusteilchen nehmen das Licht auf und reflektieren dies rot. Genau deshalb ist die rote Karte rot. Jetzt haben sich alle Fragen von Matthias geklärt. Matthias kann ganz entspannt nach Hause gehen.